Ja, herzlich willkommen. Ich würde Ihnen jetzt gerne in diesem Videotutorial noch ein wenig zeigen, wie Sie Facebook, im speziellen Facebook-Gruppen, fürs Lernen, für Communities nutzen können. Facebook hat eine wunderbare Funktion, nämlich kann man, und das findet man in der linken Spalte von Facebook, unter Gruppen erstellen, spezielle Gruppen anlegen und dort Menschen dazu einladen. Das ist sozusagen ein Stück weit ein Parallelraum zu Facebook, der es Menschen ermöglicht, sich miteinander zu vernetzen, ohne dass die Informationen, die in der Gruppe gepostet und geteilt werden, einer Öffentlichkeit zugänglich sind. Es gibt drei Möglichkeiten, so eine Gruppe anzulegen. Wir können sie als geheime Gruppe anlegen, dann findet diese Gruppe niemand. Wir können sie geschlossen machen, dann ist diese Gruppe auffindbar, aber nur Menschen, die tatsächlich Zugang haben zu der Gruppe, können dort posten und Dinge teilen. Oder wir machen die Gruppe öffentlich. Was kann man jetzt in so einer Gruppe tun? Man kann dort posten, man kann Fotos und Videos hochladen, man kann Umfragen erstellen und man kann Dateien hochladen. Also ein wunderbares Biotop für sämtliche Vorbereitungen, für Nachbereitungen und für Community-Aktivitäten während einer Lehrveranstaltung beispielsweise. Ich nutze Facebook-Gruppen sehr, sehr gerne, um Lehrgänge, um Seminare, um einzelne Trainings zu begleiten. Das bietet auch den Menschen immer wieder die Möglichkeit, dass sie sich untereinander austauschen können, dass sie ihr Wissen zu einem bestimmten Themenbereich einbringen können. Für mich als Referent ist es sehr einfach, dadurch Materialien zu verteilen. Es ist sehr einfach, die eine oder andere Nachbereitung zu machen. Es ist sehr einfach, auf Fragen noch entsprechend reagieren zu können. Und wie das jetzt in der Praxis ausschaut, das möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Schauen wir uns jetzt die Facebook-Gruppe in der Praxis an. Zuerst möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie eine Gruppe selber erstellen können. Dafür gibt es in dieser linken Seite unter Gruppen den Bereich Gruppe erstellen. Wenn Sie dort draufklicken, öffnet sich ein Fenster, wo Sie den Gruppennamen eingeben können, schon Personen aus Ihrem Netzwerk zur Gruppe einladen können und einstellen können, ob die Gruppe eine öffentliche Gruppe ist, eine geschlossene oder eine geheime Gruppe. Öffentliche Gruppen sind für alle sichtbar und die Mitglieder und deren Beiträge können gesehen werden. Bei geschlossenen Gruppen muss man Mitglied sein, damit man die Inhalte sehen kann. Das heißt, es muss einen jemand dort eingeladen haben. Und eine geheime Gruppe ist eine Gruppe, die nicht gefunden wird in Social Media bzw. in Facebook und wo nur sozusagen die Mitglieder die Gruppe und ihre Beiträge finden können. Schauen wir uns jetzt die Funktionsweisen einer Facebook-Gruppe im Detail an. Wir haben eine Lerngruppe eingerichtet, die nennt sich Lernen mit Facebook. In diesem oberen Bereich können wir sehr einfach ein Foto hochladen, damit die Gruppe personalisieren oder ein vorhandenes Foto, das bereits hochgeladen wurde, auswählen. Das machen wir jetzt. Klick auf Gruppenfotos auswählen, auf ein Foto. Kann dieses Foto dann durchziehen in die gewünschte Position bringen und mit Änderungen speichern, ist unser neues Gruppenfoto gespeichert und die Gruppe ein Stück weit personalisiert, freundlicher. In diesem oberen Feld können wir noch einstellen, wie wir von der Gruppe benachrichtigt werden würden, ob wir alle Beiträge als Benachrichtigungen kriegen oder ob diese Benachrichtigungen ausgeschalten sind. Eine Benachrichtigung heißt dann, dass wir in dieser Gruppe, sobald sich etwas verändert, gibt es da oben so eine kleine rote Zahl. Hinter diesen drei Punkten verbirgt sich die Einstellungsfunktion, nämlich wir können Mitglieder zur Gruppe hinzufügen, ja, indem wir dahin klicken, Personen eingeben oder E-Mail-Adressen eingeben. Und wir können Gruppeneinstellungen bearbeiten, beispielsweise den Gruppennamen im Nachhinein ändern,
die Privatsphäre-Einstellungen ändern. In unserem Fall ist die Gruppe eine geschlossene Gruppe. Oder einstellen, welches Mitglied und ob Mitglieder oder nur Administratoren Menschen hinzufügen können zur Gruppe. Ebenso lässt sich hier die Beschreibung der Gruppe einfügen und ergänzen. Mit Speichern können wir diese Veränderungen wieder speichern. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Mitglieder und auf die unterschiedlichen Rollen in den Gruppen. Facebook-Gruppen unterscheiden zumindest zwei Rollen, nämlich normale Mitglieder und Administratorinnen, Administratoren. Administratoren sind Menschen, die diese Gruppe verändern können, die Einstellungen verändern können und Gruppenmitglieder können sozusagen posten und Inhalte teilen. Ich kann jetzt aus jeder Person eine Administratorin machen, indem ich unter Mitglieder auf dieses Zahnrad neben der jeweiligen Person klicke und sie zum Beispiel zur Administratorin oder zu einem Administrator ernenne. Ich kann über dieses Zahnrad aber auch Menschen aus der Gruppe entfernen. Das kommt in Lerngruppen immer wieder vor, wenn beispielsweise Personen aus bestimmten Lehrgängen vorzeitig aussteigen. Schauen wir jetzt einmal hin, welche Möglichkeiten uns eine Facebook-Gruppe bietet. Unter Diskussion finden wir sozusagen all diese Optionen vereint. Wir können einen ganz normalen Beitrag schreiben. Beispielsweise, wie in meinem Fall, ich bin ein Beitrag. Dieser Beitrag kann dann von allen Gruppenmitgliedern geliked oder auch wütend kommentiert werden und ich kann einen Kommentar dazu verfassen, der wiederum von anderen Menschen kommentiert werden kann. Damit ist sozusagen Austausch in der Gruppe möglich. Ich kann jetzt auch ein Foto hochladen, etwa indem ich auf Fotos und Videos klicke, ein Foto hereinziehe und dieses Foto hochlade. Ich kann das dann noch kommentieren und auf Posten klicken. Und dann ist dieses Foto online. Eine weitere Möglichkeit ist, ich kann eine Umfrage erstellen. Und das probieren wir jetzt. Wir fragen, wie war das Seminar gestern? Geben dann die Umfrageoption ein: super, weniger gut und gar nicht. Können dann bei den Umfrageoptionen noch einstellen, ob es allen Nutzern gestattet ist, selber noch eine Umfrageoption hinzuzufügen. In unserem Fall wäre das eher chaotisch, klicken wir weg. Und ob wir es erlauben, dass Personen mehrere Auswahlmöglichkeiten haben, das klicken wir in unserem Fall auch weg. Mit Posten haben wir sozusagen eine Umfrage erstellt, die jetzt alle Personen, die Mitglieder der Gruppe sind, kommentieren können und ihr Voting abgeben können. Und wir haben auch noch eine Möglichkeit, wir können Dateien hochladen, beispielsweise ein Skriptum von einem Lehrgang. Da würden wir dann sozusagen auf dieses Skriptum klicken und auf Posten. Und ab diesem Zeitpunkt ist dieses berühmte Skriptum für alle anderen einsehbar und abrufbar. Wir kriegen dann hier einen eigenen Nachrichtenstream und können sozusagen in Echtzeit miteinander kommunizieren. Ein kleines Detail zeige ich Ihnen noch, das versteckt sich da hier herinnen. Wir können auch ganz einfach einen Gruppenchat starten, eine Gruppenkommunikation starten, wo ich entweder die gesamte Gruppe auswählen kann, mit alle auswählen, oder wo ich mit Einzelpersonen einen Chat beginnen kann. Auch das ist eine wunderbare Option, immer wieder, wenn man gemeinsam mit Menschen aus einer Gruppe kommunizieren möchte. Das sind Facebook-Gruppen aus meiner Sicht eine ganz wunderbare Möglichkeit, miteinander in Lerngruppen in Kontakt zu bleiben, miteinander zu kommunizieren. Auch deshalb, weil die Facebook-Gruppe nur einen Klick entfernt ist
von anderen Facebook-Geschichten. Klicken Sie sich jetzt in die Facebook-Gruppe Lernen mit Facebook und ich freue mich dort auf einen gemeinsamen Austausch.